Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Mensch, hier ist schon Spinngewebe dran. Ja, ich war so lange an der Karre nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Hexe endlich mal zum Laufen kriegen, weil aus der Hexenwoche, ja, ist ein Hexenquartal geworden. Na, aber jetzt pflücken wir den Motor noch auseinander, Teile sind da und dann schauen wir mal, ob wir dann, ja, Bar haben. Richtig Bar. Also hier haben wir jetzt die neuen Teile, hier ist die Fußdichtung, ne, hier Kolbenringe, ne, Ölabstreifring, Kolben neu. Das war die Verpackung, ist auch ganz nett. Ich musste allerdings ganz schön lange warten. Ne, vielleicht kommen die ja auch aus der Ukraine, wer weiß das. Jetzt muss ich also hier nochmal alles abnehmen, komplett, ne, weil jetzt habe ich einen neuen Kolben und Zylinder. Zwischendurch werde ich mal die Kamera wechseln, weil das mit dieser Qualität immer noch sehr traurig war, ne, um mal zu sehen, ob sich das verändert, wenn ich meine alte Kamera wieder nehme. Das ist jetzt die neue mit 4K. Ne, schauen wir mal. So, jetzt habe ich meine alte Kamera mal wieder angeschlossen, damit ihr die Qualitätsunterschiede sehen könnt. Jetzt muss ich das hier lösen, damit ich die Steuerkette runterkriege und dann kann ich den Zylinderkopf mit den Ventilen runternehmen, wenn ich die Schrauben, die dahinter sind, auch noch löse. Allerdings habt ihr das ja alles schon gesehen, ne? Deswegen muss ich das hier nicht im Detail zeigen. Ja, den Gummi hab ich nicht gefunden, aber ich habe es jetzt einfach mit meinen Bärenkräften in der Hand, habe ich es trotzdem lockern können. Jetzt schiebe ich den nach vorne weg. Ne? Der muss jetzt hier runter. So, das haben wir. Ne, die Dichtung hier sehen wir, hat schon einen weg, die Fußdichtung, aber die machen wir eh neu. So, Tritra, Trullala, der Roller Rolf ist wieder da. Ich muss erst mal gucken hier, dass die Reklame von meinen Freunden von der Rollerscheune drauf ist. Ja, ne? Ich mache jetzt erstmal eine Kaffeepause. Ja, Vergaser geht aber auch gerade da, hat gerade frischen Kaffee mitgebracht. Ja, und wir wollen hier mal keinen Stress aufkommen lassen. Ich messe jetzt mal hier, ja, wie warm es ist. Es ist ja echt ziemlich warm. Ne, und ich habe die gute Kamera jetzt dran, damit ihr das auch erkennen könnt. So, jetzt drücke ich hier mal. Ja, geht jetzt hier. Ne? 46 Grad sind da. Ne? Nochmal gucken. Ne, der ist besser. Ja, jetzt ist gerade so ein Tief, nach dem Tief ist ein Hoch gekommen und so. Und jetzt haben wir 85,1. Ne? Ja, das ist die gute Kamera. Ich hoffe, dass ihr das da erkennen könnt. So, und jetzt ist gut, jetzt muss ich eine qualmen. Das müsst ihr nicht immer sehen. Dann sagt er wieder, ja, Roller Rolf, der säuft und raucht. Ne? Und vergesst nicht, der Link hängt darunter. Ja, von meinen Freunden aus Nürnberg. Ne? Ja, ne, von der Roller schon. Ne? Falls er gebrauchte Teile braucht, ökomäßig und so, liegt er denn richtig vorne. So, ich habe jetzt hier die Wasserpumpe abgemacht, dann seht ihr hier das Polrad, dann auch diese Punkte, wo man das nachher genau einstellen muss. Die Schläuche muss ich natürlich auch entfernen, aber wie gesagt, da sind ja schon 8 Videos, ne, wo ihr euch das nochmal ganz genau angucken könnt. So, jetzt habe ich den Zylinderkopf mit den Ventilen raus, ne, habe hier jetzt die Steuerkette mit dem Strap so festgemacht. Nicht, dass die nach hinten fällt, dann rutscht die da eventuell runter. Und das könnte ein Problem sein. Das sieht hier eigentlich alles ganz ordentlich aus. Aber es geht nicht darum, wie es aussieht, sondern das sind Mühe. Ne? Und deswegen, ne? So, muss ich mal gucken hier. Eigentlich müsste der, habe ich alle Schrauben gelöst überhaupt? Ja, die sind alle lose. Der sitzt aber ziemlich fest. Da muss ich mal so ein bisschen mit dem Gummihammer vorsichtig gegenhauen und dann sollte ich den normalerweise runternehmen können. So, ich habe jetzt hier nochmal mit der alten Kamera aufgenommen. Hier 50 Kubik, hier 125. Das ist der Kolben und die Kolbenringe vom 125er, die wir gerade rausgenommen haben. Jetzt zeige ich euch das nochmal im Vergleich zu dem neuen. Man sieht da keinen Unterschied. So, jetzt wieder die gute Kamera. Ja.
Kolbenbolzen ist drin, Kolbenringe, alles drauf. Und so, das Papier haben wir schon entfernt. So, und jetzt können wir gleich beigehen und können das runterschieben. Und dann müsste soweit alles okay sein. Wir haben noch so ein bisschen Dichtungsmasse drauf gemacht, ne, damit das dicht ist. So, wichtig ist, dass ihr aufpasst wegen der Steuerkette, dass die ein bisschen auf Spannung ist. Und dann drücken wir, und hier natürlich auch, das muss auch richtig sein, das ist die Führung, dann drücken wir das jetzt runter. Wir haben natürlich auch Öl drauf gemacht, aber wir müssen den Motor gegenhalten, weil sich der Kolben nach unten bewegt. Ja, ich würde mal sagen, ja, sitzt. Pause. So, Leute, habt ihr gesehen? Ja, ich habe gerade ein Hutgeschenk gekriegt. Ja, hier. Ja, die haben auch schon angefragt, ne, wegen Sponsor und so. Ja, die wollen mich aber nicht mit Geld bezahlen. Die haben gesagt, die würden mir so im Monat 50 Liter Jägermeister geben. Ne, habe ich gesagt, ist vielleicht ein bisschen viel. Ne, es sei denn, wir gründen eine Jägermeistergemeinde. Ne, aber ja, ich mache jetzt mal einen auf Sandwich. Ne, ja, lecker Eis. Ne, jo, kann man machen, muss man nicht machen. Ja. Weil es läuft alles gut mit dem Motor. Wir werden nachher sehen, ja, ob der Sandwich Druck auf der Pfeife hat. Ich meine, ob der Motor Druck auf der Pfeife hat. Inzwischen ziehe ich mir erstmal dieses Eis rein. Ne, lass es mir gut gehen. Ne, wünsche allen, die Rollerprobleme haben, ne, allzeit gute Fahrt, wenn er die Kiste zum Laufen kriegt. Wenn nicht, wisst ihr ja. Ne, Roller Rolf ist für alle da. Ne, ich bin nett, aber nicht doof. Ne, kann man mal erwähnen. Mmh, ist das lecker. Ja, und wichtig ist, wenn die Karre läuft, Leute, macht es. Lasst die Finger von. Freut euch des Lebens. Fahrt euch entgegen. Ja, lasst laufen, Baby. K4. Hm. Jetzt bin ich beigegangen, habe hier die Markierung eingestellt. Einmal hier, seht ihr da, dann ergibt sich das automatisch. Hier ist eine Markierung, die muss damit übereinstehen und so, damit die Zahnräder stehen. Jetzt gehen wir bei, machen auf der anderen Seite alles fest und setzen dann da die Steuerkette richtig hin. Kontrollieren natürlich vorher nochmal alles. Wenn ihr da einen Fehler macht, das kann ganz böse enden. So, meine Lieben, das war ein ganzer Tag Arbeit. Ja, Attila hat mir gut dabei geholfen, muss man mal erwähnen. Wir haben den Motor jetzt wieder zusammengebaut, haben das Kompressionsmessgerät reingeschlossen, hoffen, dass wir gut gearbeitet haben. Und jetzt werden wir mal starten und gucken mal, was der Motor an Druck hat. Ich würde mal sagen, ja, das sind mal schlappe 9 Bar. Tralala, das sind 9 Bar. Ja, so, meine Lieben. Ja, ne? Ich habe ein bisschen Druck auf der Blase. Ich muss ganz schnell nach Hause. Aber Gott sei Dank, ja, haben wir viele, viele Stunden dran gesessen. Es sind zwischen 21 Uhr. Und er hat Druck. Nicht nur ich habe Druck auf der Blase, ja, die Hexe hat auch Druck auf den Zylinder. Ne, also das ist alles, die Steuerzeit stimmt, die Dichtung, alles ist super. Und so, ja, 9 Stunden Arbeit. Wow. Ja, ne, ja, und 9 Bar. Habt ihr ja gesehen, habe ich aufgenommen, ja, mit der 4K-Kamera. Jetzt nehme ich nochmal den Schlussspurt auf mit der alten Kamera. Ja, ne, mal gucken, wie da der Unterschied ist. Ja, ich freue mich schon auf die Probefahrt. Jetzt müssen wir noch die Flüssigkeiten wechseln, das zeige ich euch alles nochmal, bremsen und diese Sachen kontrollieren. Aber lasst uns ehrlich sein, ne? Das ist Pillepalle für Roller Rolf. Ne, das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Und dann kommt TÜV und dann kommt Probefahrt.
Ja, wie geil ist das? Ich wünsche euch eins halt gute Fahrt, meine Lieben. Schreibt mir mal mit der Qualität da, ja, der ist gut, 4K, das ist die alte Kamera und tralala, ob ihr das überhaupt merkt. Ne? Ich wünsche euch eins halt gute Fahrt, ne? Netten Abend noch, bis dann, euer Roller Rolf.